Hallo und herzlich Das wird willkommen schon zurück wieder. bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, wir haben den imperialen Agenten. Warte mal, wir müssen da lang. Haben wir befreit. Jetzt müssen wir erstmal zur Hauptaufgabe kommen. Quasi der Aufgabe für Shaka. War das Shaka? Nee, wie? War das? Nee, war nicht Shaka. Nee, das war. Exchange. Genau. Shaka waren ja die anderen, die wir ja auf Dings kennengelernt haben, auf Tatooine. Nimmt sich aber alles nicht viel hier. Eine Suppe hier. Das ist alles in der Suppe hier, Freunde. Guck mal da hinten, das grüne Tor. Das ist unser. Und dahinter wird der Zong sein. Ja, letztens irgendwas gelesen, die wollten wohl wieder Geh aufs Ganze wieder zurückbringen. Ah, das ist immer wieder. Falle ich immer wieder Das drauf müsste rein. helfen. Das ist ja keine Instanz. Scheiße. Dann sollte da auch Jörg Träger wieder mit bei sein. Das Schlimme ist ja, früher so weit geguckt. Früher, ich mal, also da hat man wirklich die Urgesuppe. Ich sag mal wirklich die Urgesuppe von dem ganzen Rotz und Mist. Bauer sucht Frau, Schwiegertochter sucht, DSDS, dann hier diese komische Klum-Serie. Das kann ich heute alles nicht mehr gucken. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, bin da raus aus der ganzen Sache. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich habe ja einen Kabelanschluss, habe ich ja, aber auch nur, weil das in der Miete verankert ist. Und hab vor einer ganzen Weile habe ich hier das Kabel vom Kabelfernsehen einfach mal rausgezogen. Habe ich eingerollt und weggebracht. Ich habe kein Fernsehen mehr, also kein normales Fernsehen mehr hier. Kannst du auf den Kopf stellen, habe ich nicht. Ich werde auch dieses Jahr die WM nicht gucken. Ich will da nicht das unterstützen, damit diese Katar oder sowas. Pech habt. Wir werden sowieso nicht Weltmeister. Und wenn, dann ist das so. Von daher. Oh, mir juckt die Stirn. Die Denkerstirn. Das wird schon wieder. Ich hab Hunger, habe ich. Ein bisschen doof ist. So, der hat hier wieder irgendwas lilanet. Freunde, ich war doch noch ja nicht so weit. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Also ja. War da irgendwas, was gerade besser war? Warte mal, ich guck gleich mal rein. Ich glaube ja. Habe ich doch richtig gesehen. Ja, hier habt ihr so eine Dings hier. Ruftrophäen für das Ding hier. Ist hier irgendwas bei, was Corso gefallen könnte? Nö. Nix dergleichen. Nix dergleichen. Guck mal immer das an hier. Figuren hier. So, warte mal. Nee, wir müssen doch. Wir müssen.
Gehen wir hier um Deck. Einmal hier ums Eck müssen wir. So. Sehr schön. Der holt uns gleich sowieso wieder ran. Ja. Er hat wieder nicht erzählt. Ah, furchtbar sowas. Furchtbar sowas. So, kehre zurück zu Kretze. Das ist alles da oben. Okay. Ne, dann machen wir das doch. Achso, da oben habe ich so ja hier. Naja, machen wir erstmal das eine und dann das andere. Wir werden erstmal jetzt ins Quartier zurück. Wahnsinn. 7 Leute sind hier auf dem Planeten, ne? Thomas Mock, der Bruder von Thomas Cook. Ich habe auf euch gewartet. Malcolm Terrix befindet sich auf einem Transporter nach Coruscant. Sein Preis war hoch, doch das war es wert. Lord Beldis wird sich aus dieser Sache nicht herausreden können. Terrix war in Voskar, um gescheiterte Mystiker ausfindig zu machen. Lord Beldis bietet ihnen eine Alternative. Sie sollen sich den Sith anschließen. Entweder hat man Visionen oder nicht. Mystiker werden getestet, ehe die Voss sich in Führungsfragen an sie wenden. Gescheiterte Mystiker bestehen die Tests, haben aber keine Visionen. Lord Beldis hat die Schwachstelle der Voss gefunden. Wenn er genügend gescheiterte Mystiker bekehrt, braucht das Imperium keine Allianz mehr. Ich würde ihnen gern eine Alternative bieten, aber die Jedi betrachten die Mystiker als Bedrohung. Zeigen die Mystiker irgendein Interesse an den Jedi? Das würden sie vielleicht, wenn es eine realistische Möglichkeit wäre. Aber zuerst müssen wir sie retten. Wenn Terrix gescheiterte Mystiker findet, schickt er sie in die Ruinenstadt, die Überreste einer uralten Voss-Siedlung. Die Sith haben dort ein Ausbildungslager. Wenn wir sie mit den gescheiterten Mystikern erwischen, müssen die Voss das zur Kenntnis nehmen. Sie sind blind, wenn Sie das ignorieren. Keine Sorge. Anschuldigungen von Fremden sind eine Sache. Zeugenaussagen von Voss-Zivilisten sind etwas ganz anderes. Ich würde gern selbst mit den gescheiterten Mystikern reden. Kontaktiert mich, sobald es sicher ist. Alles klar. Oh, wir haben hier wieder was Neues gekriegt. Wir können endlich hier, wir kriegen, glaube ich, jetzt hier so ja neue Rüstungsteile. Ja, sehr gut. Ein bisschen was Neues. Immerhin. Besser wie nix. So, hier sind wir Corso. Nischt. Corso. Nischt. Oh. Wow, super. Danke. Naja, war nicht so besonders. Hat ihm nicht gefallen. Hast du gemerkt. Achso, können wir sowieso. Wird ja eh verschabelt. Ist hier noch irgendwas, was hier jetzt... Nee, wa? Hier ist noch was. Klein. Nichts, was ihm jetzt hier noch gefällt. Ich gehe mal kurz an beim Händler vorbei und verscherbel das mal schnell. Wo ist denn der? Hier ist ein Händler, oder? Stimmhändler. Ah, ist ja.
Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Der Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Der nimmt es trotzdem. Brauche ich das hier eigentlich? Nö, nee, eigentlich nicht. Viel Glück da draußen. So, wir können ja jetzt mit dem Ding hier hinreisen. So, okay. Moin, bitte. 4 Minuten Abklingzeit oder 5? 5. Das ist ja in Ordnung. Bis wir das nächste Mal hierher porten können, ist das bestimmt schon länger als 5 Minuten her. Das kannst du aber glauben, doch. Da bin ich mir so ja sicher. Habe ich schon erwähnt, dass ich Hunger habe? Ich habe irgendwie ein Hüngerchen. Hüngerchen. Das wird schon wieder. Wo ist denn der? Ach, da. Ich habe eure Artefakte. Bambawula Giota Kakoga Huta Nubisto. Kikunamo. Ubanchone Alipa. Istin Goto. Ich nehme an, er meint euch. Dann seid gewarnt. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit. In der Galaxis gibt es nichts Vergleichbares zu kaufen. Zeigt mir die Ware, dann zeige ich euch die Credits. Dobata Jimoa Tusawa, Mikuna Posta Morulia. Ihr versteht, dass dies eine große und ungewöhnliche Fracht mit gewissen Transportschwierigkeiten ist. Für den Verkauf kriegt man auf Vos die Todesstrafe. Ihr müsst direkt bezahlen und selbst abholen. Wenn ihr verkaufen wollt, bestimme ich den Treffpunkt. Dann wird es keinen Handel geben. Der Ort steht nicht zur Diskussion. Um außer Sichtweite der Vos-Kommandos zu bleiben, haben wir den Laden im Herzen des Gorma-Kriegsgebiets eingerichtet. Ich übertrage jetzt die Koordinaten. Wenn ihr es lebend hierher schafft, erwarte ich euch. Stinkt einer Frage. Ich habe stundenlang in Voska auf euch gewartet. Ihr wurdet woanders gesehen. Wenn ihr euch nicht meldet, verlangt es die Pflicht, dass ich euch begleite. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ich zurückkommen sollte. Ich bin Honoris. Ich kann Vos nicht vor eurem Einfluss schützen, wenn ihr im Geheimen handelt. Was habt ihr erfahren? Kretzer hat mich mit Rogons Lieferanten in Verbindung gebracht. Ich habe mich als Käufer ausgegeben. Käufer? Von Gormag-Mutanten? Das Wort des Captains gilt. Wir machen diese Leute unschädlich. Kunta Chuta! Kasuyali Kulira! Kanki Kung! Ich werde nicht eingreifen, solange ihr kein Vos-Gesetz brecht. Aber ich werde mitkommen. Ihr könnt mir helfen, diesen Ort zu finden. Wonki Atachakapa Tonka! Jisa Bicha! Einverstanden. Wo? Vota Miokrita Chobasa! Jiho Poka Fokrida! Nicht einmal die Mystiker wagen das. Piowa Ituta od Mishka, Boshuda Tua Bo. Captain, ich dachte, ich würde euch niemals finden. Als ich gehört habe, dass ihr auf Vos seid, habe ich sofort mit der Suche begonnen. Ihr habt sicher schrecklich wichtige Angelegenheiten zu regeln, aber könntet ihr einem Diplomaten der Republik vielleicht einen kleinen Dienst erweisen? Mir. Wer ist er denn? Nichts motiviert mich mehr als Credits. Ja, ja, natürlich. Macht euch keine Sorgen wegen der Bezahlung. Hört mich einfach an. Meine Schwester leidet schon ihr ganzes Leben an einer seltenen Form des Misra-Syndroms. Sie wäre gestorben, wenn ich diesen Posten auf Vos nicht bekommen hätte. Ich konnte dafür sorgen, dass sie von einem Mystiker Heilung erhält.
Wenn sie geheilt wird, ist doch alles in Ordnung. Als Bezahlung für ihre Behandlung entschied meine Schwester, dort zu bleiben und dem Schrein der Heilung zu dienen. Doch nun liegt unsere Mutter im Sterben und ich kann sie nicht erreichen. Der ganze Weg zum Schrein wird von Gormax belagert. Ich kann euch fürstlich bezahlen, wenn ihr den Gormax die Stirn bietet und meiner Schwester die Nachricht überbringt, nach Hause zu kommen. Wie gefährlich ist dieser Weg? Dutzende von Pilgern wurden getötet, bevor sie oben ankamen. Ich danke euch, Captain. Ich glaube, Kindra dient einer Mystikerin namens Kina Re. Ich bete dafür, dass sie sie schnell gehen lässt. Mutter lebt vielleicht nicht mehr lange. Viele wurden getötet. Danke. Hä? Jawohl. Na ja, nicht immer. So. Wir müssen jetzt wieder raus hier und wieder da ran. Da lang. Haben wir hier zwischendurch? Nee, natürlich haben wir. Natürlich haben wir nicht. Das ist manchmal. Also die Wegpunkte sind manchmal so ein bisschen. Oh. Das ist ein bisschen weit. Warte mal, wir müssen erst da lang, ne? Ah, wir müssen erst da lang, dann da lang. Denselben Weg, wie wir schon mal genommen haben, nur dass wir dann nach rechts abbiegen. Jo, alles klar. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Da haben wir doch Erfahrung mit. Da sind wir drin geübt. Im Abbiegen sind wir besser wie kein anderer. So, ich werde aber langsam müde, ey, Freunde, Junge. So langsam merke ich so, ich habe nämlich die Nacht so Juliani geschlafen. Das war eine beschissene Nacht, sage ich euch. Junge, Junge, Junge. Erst kannst du nicht pennen und dann merkt der Kater, das war. Vielleicht können wir hier aufstehen und Essen kriegen. Und dann hat er nur noch genervt. Oh. Also so alle paar Jubelmonate dreht der Kater am Rad, weil ich nicht pennen kann. Und dann geht ab hier. Naja, was halt. Muss man durch als Lurch. Und das stresst natürlich. Das sind auch so eine Faktoren, wo ich der Meinung bin, dass das alles auf den Magen schlägt. Mir geht die ganze Corona-Scheiße auf den Sack. Mir geht diese Politik mit ihrer Scheiße, mit ihren Kriegsspielereien auf den Sack, mit ihrer Gas-Scheiße geht mir auf den Sack. Das geht mir alles nur noch auf den Sack. Hey. Dann macht doch irgendwo keinen Spaß mehr, weißt du? Diese ganze Pisse dann noch und nöcher hier. Du sollst sparen, 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 damit sie dir immer weiter das Geld auspressen können. Ich frage mich, wo das alles hinführen soll. Ich meine, was sind denn das für Gesetze? Was ist denn das hier? Oh, das hat der Teil gerne gesehen. Naja, ist ja. Was sind denn das für Gesetze, die irgendwelchen reichen Konzernen, die haben Milliarden oder Millionen gescheffelt. Und jetzt rufen sie, dass sie pleite sind. Das ist das, was ich immer wieder sage. Diese Milliardenkonzerne sind die Ersten, die blöken, wir sind pleite. Was machen die denn mit der Kohle, frage ich mich. Wohin ist diese Kohle, wohin sind die Milliarden? Da müssen Leute kommen, die Bücher durchgucken. Und wenn da nichts steht, dass die Milliarden weg sind, dann... Das Schlimme ist ja, dass wenn sie denn welche hinschicken, die Korruption durchkommt. Die Leute sind ja dann bestechlich, wisse, und so eine Scheiße alles. Das ist... Wie gesagt, ich frag mich, wohin sind die Milliarden? Wohin ist das ganze Geld? Das ist wie Dings hier. Die Fluggesellschaften dürfen nicht mehr fliegen wie Covid. Die ersten, ich weiß ja nicht, war Lufthansa, die dann geblökt haben. Das wird schon wieder. Das sind immer die ersten, weißt du, die dann rumblaffen, dass sie hier, wie gesagt, das pleite gehen. Ich frage mich immer echt, wohin ist die Kohle? Wohin ist die Kohle? Unglaublich. Naja.
Das ist auch das, was ihn aufregt und ständig dieser Tarz, weißt du, so, boah, geht auch alles auf den Magen, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Interessiert mich ja erstmal nicht, weil wo müssen wir denn hin? Nach oben? Sieht so aus. Hey, Freunde! Wir haben da mit der Ruhe! Ich kenne irgendwas hier. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier lang? Ah, hier runter. Schmugglerphase, okay. Da, besser? So, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Endlich. Und ich habe mich schon auf die Suche nach einem neuen Käufer gemacht. Ich dachte, ihr würdet irgendwo tot auf dem Pfad liegen. Das ist mein Partner. Wir nennen ihn Gormak Zag. Er ist unsere Verbindung zu diesen wertvollen kleinen Bestien. An euch haftet der Gestank der Voss. Für mich seht ihr ziemlich menschlich aus. Er ist, wie soll ich es vorsichtig formulieren, eingebürgert. Der Arme redet nicht mehr viel mit richtigen Leuten. Ich weiß gar nicht, was ich euch berechnen soll. Ihr seid der erste Kunde, der die Ware selbst abholen wollte. An wen verkauft ihr sonst noch? Ihr wollt unsere Geschäftsgeheimnisse erfahren? Vielleicht kennt ihr sie ja auch schon ganz genau. Glaubt ihr wirklich, ich würde die Person nicht erkennen, auf die Rogun das höchste Kopfgeld ausgesetzt hat? Ich mache nicht den Fehler, euch alleine gegenüberzutreten. Wenn die Voss-Kommandos herausfinden, dass ihr mit Mutanten handelt, werden sie sicher gern mit anpacken. Also, Junge, heil mich. Captain, Kommandos nehmen eure Position ins Visier. Sie sprachen davon, dass sie jemand informiert hat. War eine Falle. Dieses verfluchte Hackneul hat mich reingelegt. Sie würde mit Mutanten handeln und dann Kommandos rufen? Das nennen wir Falle, Hinterhalt, abgekartetes Spiel. Ihr könnt die Wahrheit erklären. Nein. Bei den Beweisen würde ich einem Fremden, der seine Unschuld beteuert, nicht zuhören. Haltet die Kommandos auf. Dann werde ich den Schmugglerring der Gormax ausschalten. Die Beweise wiegen schwer. Die Adjudikatoren werden Monate brauchen, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn ich euch Zeit verschaffe, müsst ihr sie nutzen, um diese Gesetzlosen zu jagen. Geht. Dieser Durchgang wird euch zum Pfad führen. Ich werde den Kommandos meine Wahrheit berichten. Wartet auf mich in Kretzes Laden. Alles klar, Herr Kommissar. So. Das ist ja die Frage. Warte mal.
Wir haben hier... Wir gehen jetzt hier einfach mal raus wieder. So wie wir reingekommen sind. Wir könnten aber auch eigentlich... Warte mal, wir könnten eigentlich hier hoch... So weit sind wir noch nicht weg, oder? Aber wir haben bestimmt auch noch was im Tempel, oder? Wenn ich hier... Ach, das ist immer so ein Hin und Her. Wo gehst du jetzt als nächstes hin? Das ist so ein Abwiegen. Warte mal, wir müssen zum Tempel. Wegen der Mutti da. Die da im Sterben liegt. Was ist, was macht die da? Schubkarre fahren oder was? Riecht die unter der Achsel? Na, die. Hey, was ist mit der? Warum macht die so eine komische Bewegung? Sonst haben die doch immer gewunken, wenn die tolle Fähre kam. Hä? Hey? Das ist ein bisschen merkwürdig. So. Aber das ist immer so eine Sache hier. Ja, was macht man jetzt? Wo muss man jetzt hin? Was ist der nächste Schritt? Bla bla bla. Und dann weißt du das manchmal nicht und dann rennst du fünfmal in dieselbe Richtung. Da, das ist irgendwie besser? Moix. Sprich mit Kretzer. Ich sagte, der Captain ist unschuldig. Sie sagten, ich habe einer Lüge geglaubt. Chai kun kuta chi chai. Wonki atacha kapa tonka chisa picha. Was haben die Kommandos gesagt? Gila hat ein solides Fundament. Die Adjudikatoren glauben, dass ihr den Schmugglerring leitet. Die Fahndung wird im Geheimen fortgesetzt, damit keine Komplizen alarmiert werden. Haben Sie es wenigstens Senatorin Dodonna nicht gesagt? Nia patisi murshani. Che donna chuba che nanet. Um euren Namen reinzuwaschen, müsst ihr Gila Renicky erwischen, wenn sie mit Gormax handelt. Imache, churon chica giliska chanaga. Bargonunua, utatyacha nichu, kuya mayastupa. Es braucht schon mehr als ein dummes Tier, um mich zu töten. Wir bekämpfen die Gormax seit 100 Generationen. Es gibt Millionen. Wenn Sie diese Verbrecher verbergen wollen, dann tun Sie das auch. Kutogi Gumpa, Gigi no Lia Makechisa. Teilt Kretze eure Entscheidung mit. Ich muss mit den Adjudikatoren sprechen. Wanta Humpa, Muri Rava Fupa, Jibampa Wula. Soll ich den Rest raten? Kuchusa Yomata Chitoya. Nam kanoya choski nawi. Chikospa inigudat iji gliska chanagawa. Wollt ihr sagen, wir müssten tot sein? Also gut, hören wir uns diesen halsbrecherischen Plan an. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni slemo. Mokili moklonki. Nik mi chawa wermo. Ladet mich ein. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Kutogi gumpa, jiji no lia makechisa. Junge, Alter. Oh, Stufe 53. Hibiyayay, Schweinebacke. So, ich mache aber an der Stelle erstmal Schluss. In der nächsten Folge werden wir uns dann in Carbonit begeben und unseren Tod vortäuschen und was nicht alles und werden uns heimlich in dieses Lager schmuggeln. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.